Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich dachte, ich setze mich mal wieder hin und mache einfach mal ein Laber-Video. Das habe ich ja schon 100 Jahre nicht mehr gemacht. Leute, ich schwör's euch, ich pummel hier seit einer Stunde rum. Ich wollte eigentlich mit meiner guten Kamera filmen. Ich habe es nicht hingekriegt. So, ich weiß jetzt gar nicht, worüber ich mit euch reden kann. Also ich bin momentan, halte ich mich in meinem Schlafzimmer auf. Das ist so der Ort für mich, wo ich mich am liebsten aufhalte. Das Schlafzimmer ist zwar noch nicht fertig, es ist noch so halb fertig, aber trotzdem fühle ich mich hier wirklich pudelwohl und ich glaube, das merkt man auch einfach an meiner Ausstrahlung. Ja, wie fühle ich mich? Also ich bin jetzt mittlerweile in der 35. Schwangerschaftswoche, Leute. Es sind nur noch 5 Wochen, wenn alles glatt läuft. Ich kann nicht mehr. Ich will mich nicht beschweren, aber so jeder, der einmal schwanger war, der weiß, ab einer bestimmten, ne? Ab einer bestimmten Woche hat man einfach keine Lust mehr. So sehe ich jetzt momentan aus. Also hochschwanger. Viele vergessen einfach, dass ich schwanger bin, weil ich dies nicht so in die Öffentlichkeit so, tada, ich spamme euch mit meiner Schwangerschaft zu. Ich bin einfach nicht so der Typ, der das gerne mag. Und ich habe hier noch meine Hose drunter. Ja, ihr habt mich erwischt. Ja, es wird einfach vergessen, dass ich manchmal schwanger bin und ich vergesse es auch. Und ja, also am liebsten würde ich diesen Bauch jetzt mittlerweile so abnehmen und einfach ablegen, weil es ist eine enorme Anstrengung und Belastung für den Körper, da das ist nun mal so. Ich merke es einfach an meinem Rücken, da mein Rücken ist K.O., also da geht gar nichts mehr. Kann auch nicht mehr schlafen und ich möchte jetzt einfach nur noch, dass sie jetzt kommt. Hört sich zwar scheiße an. Je länger sie in meinem Bauch ist, umso besser ist das natürlich. Aber ich möchte jetzt langsam, dass das jetzt vorbei ist. Also ich bin nicht der Typ, der sagt, ich liebe meine Schwangerschaft. Ach, das Schwangersein ist so schön und ich vermisse meinen Bauch so doll und so. Da war ich noch nie der Typ so. Also ich will einfach nur noch, dass es jetzt vorbei ist und dass es das Zade denn da ist. Also das Video habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Wir haben uns für den Namen Zade entschieden. Viele haben auch gefragt, was der Name heißt. Das heißt so viel wie rein, reinlich. Ich kann es immer nicht so gut übersetzen, aber es hat schon, finde ich, eine schöne Bedeutung. Was habe ich mittlerweile zugenommen, meine Lieben? Ich habe mich heute Morgen auf die Waage gestellt. Also ich bin tatsächlich mit 84 Kilo schwanger geworden. Also ich hatte die Funde von Hamsa noch nicht mal runter und bin dann gleich wieder schwanger geworden. Und heute Morgen auf der Waage waren es 91 Kilo. Also habe ich sage und schreibe 7 Kilo zugenommen. Also ich bin ehrlich gesagt richtig stolz auf mich. Ich finde, das ist jetzt noch absolut im Rahmen. Jetzt habe ich aber allerdings noch 5 Wochen. Ich schätze, dass es noch so 2, 3 Kilo, 4 Kilo werden könnten. Mal schauen, mit was ich dann in die Geburt reingehe. Ob das alles so passiert, klappt, wie ich mir das alles so vorstelle. Oder ja, also ich bin richtig gespannt und auch schon aufgeregt. Und ja, womit bin ich momentan beschäftigt? Die Eisdiele ist ja jetzt Wintersaison, ist jetzt sozusagen vorbei. Also Eisdiele ist jetzt erstmal. Die läuft natürlich noch. Wir verkaufen ja Waffeln, wir verkaufen Triletsche sehr, sehr gut. Wir verkaufen mittlerweile Kumpir, gibt es bei uns auch sehr, sehr lecker. Aber der Eisverkauf ist jetzt natürlich eingestellt und deswegen haben wir ein bisschen mehr Zeit für uns, beziehungsweise meinen Mann. Wir beschäftigen uns momentan sehr viel mit dem Duty-Shop. Das ist auch echt toll und da kommen auch immer wieder sehr viele Fragen auf und ich versuche das ja auch immer alles so irgendwie zu beantworten. Also die meistgestellte Frage ist der Versand. Also der Versand findet tatsächlich aus Deutschland statt. Also die Ware wird aus Berlin versendet. Das ist jetzt übrigens diese Overseas-Science-Kette. Ich liebe diese Kette, ne? Ich zeige euch die mal so vom Nahen. Es wird sich jetzt wahrscheinlich das Licht verändern. So, das ist eine Sternzeichenkette. Also ihr könnt euch, falls ihr noch kein Weihnachtsgeschenk habt, kein passendes Weihnachtsgeschenk habt, könnt ihr euch die Ketten mal angucken. Sichert euch den Einstiegspreis. Also da die Kette neu ist, kommt die immer erst zum Einstiegspreis rein und danach verändert sich der Preis wieder zum normalen. Ich bin immer so aus der Puste, es tut mir auch wirklich wahnsinnig leid, aber so diese Schmuckstücke, ach, die habe ich euch ja gar nicht vorgestellt. Doch, die hatte ich euch schon mal gezeigt. Die sind jetzt auch endlich draußen. Das ist die. Wir machen immer diese Gewinnspiele auf der Dudyshop-Seite. Das hat eine Zuschauerin von mir benannt. Das sind die Don't Leave Me. Also Leave für, ne, Zweigchen oder Blättchen oder was auch immer. Don't Leave Me Ohrringe. Ich liebe diese Ohrringe, die auf den ersten. Also ich finde die. Das ist einfach so ein Hingucker.
Und die haben wir auch in drei Farben. Also wir beschäftigen uns momentan überwiegend mit dem Duty Shop. Und ich bin über eure Resonanz wirklich sehr, sehr begeistert. Und dass ihr mir auch so viel vertraut, das finde ich immer sehr, sehr gut. Also die Ware kommt in der Tat innerhalb von 1 bis 2 bis 3 Tagen bei euch dann an und wird aus Berlin versendet. So, das war jetzt mal die gröbste Frage. So, was hat mich noch die letzten Tage so ein bisschen beschäftigt? Ich habe momentan ehrlich gesagt nicht so viel Zeit mehr, YouTube-Videos anzugucken. Aber es gibt natürlich immer mal wieder meine Lieblings-Mami-Blogger, meine Lieblings-Beauty-Blogger, die ich mir natürlich reinziehe. Auch wenn ich mir das Video nicht komplett reinziehen kann, weil es meistens so zu lange ist, wie bei mir dann auch. Aber mir ist so eins aufgefallen, was mich auch traurig macht, was bei mir auch ab und zu vorkommt, ist, dass Mamis sich gegenseitig fertig machen. Leute, das geht einfach nicht. Wir Mamis müssen noch zusammenhalten. Wir Mamis versuchen immer für unsere Kinder das Beste zu machen, die bestmöglich zu erziehen. Und es gibt einfach diese Menschen, die über andere urteilen anhand eines 10-minütigen Videos. Und das finde ich immer so heftig und traurig. Und die Kinder werden beleidigt und die Mutter wird schlecht dargestellt. Und dann denke ich mir so, das kann einfach nicht sein. Und das ist auch bei mir schon öfter mal vorgekommen, dass ich einfach zum Beispiel Hamza in einer Situation gefilmt habe, die eigentlich so nie vorkommen würde, wie zum Beispiel in dieser Situation, wo er das Mehl in der Hand hatte und dann durch die Wohnung damit gerannt ist. Ich dachte nur so, in dem Moment hätte ich natürlich die Kamera nicht in der Hand gehalten, hätte ich natürlich mit ihm geschimpft und gesagt, Hamza, das geht so nicht. Aber da ich ja in diesem Moment die Kamera in der Hand hatte und total geschockt war, wie willst du da reagieren? Du filmst es einfach und denkst so, das gibt's einfach gar nicht so, ne? Und ja, und dann stellst du das natürlich online. Aber wie gesagt, normalerweise hätte eine Mutter ganz anders reagiert. Man kann anhand dieser Videos nicht sagen, du bist eine schlechte Mutter, du erziehst dein Kind völlig falsch oder sonstiges. Mein Vater sagte mal zu mir, wenn Ebros Kind auf die Welt kommt, das wird wie ein Roboter sein. Ich so, wieso? Du bist zu streng, du bist zu streng, du bist zu streng. Ich so, ja, das ist einfach so. Ja, das Thema Erziehung ist für mich sehr, sehr wichtig. Und es gibt halt so Sachen, die ich einfach nicht mache, die ich nicht akzeptiere. Und einige machen dann auch so Kopfschüttel. Das ist halt meine Erziehungsmethode. Und wie gesagt, jede Mutter versucht natürlich, sein Kind auf die beste Art und Weise zu erziehen. Ich nenne euch mal 1, 2 Beispiele. Bei uns wird immer am Tisch gegessen normalerweise, ja? Also zu 90% essen wir immer familiär am Tisch. Das heißt Mutter, Hamza, ich. So. Und es gibt auch außerhalb des Tisches wird auch nicht gegessen. Also das heißt nicht vor dem Fernseher und auf dem Sofa wird dann, ne? Ich möchte, dass er merkt, okay, wenn wir alle am Tisch sitzen, dann gibt's Essen. So, aber es kommen diese Situationen vor, wo er dann das, was er normalerweise isst immer, nicht isst. So. Es gibt halt zum Beispiel diese Mütter, die dann das Kind zwingen. So, du isst das jetzt und bla bla bla. Wenn du nicht isst, dann kommt der Böse. Bla 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 bla. So, das mache ich zum Beispiel überhaupt gar nicht. Ich warte dann immer ab. Okay, der isst nicht. Dann merke ich, okay, vielleicht hat er keinen Hunger. Aber wir haben ja diese festen Zeiten. Das heißt Frühstück, Mittag, Zwischenmahlzeiten und Abendessen. Wenn ich merke, okay, der isst nicht, dann zwinge ich ihn nicht dazu zu essen. Versteht ihr? Er merkt dann irgendwann, okay, und er weiß es mittlerweile sogar, wenn ich das nicht esse, dann gibt es nachher nichts mehr. Versteht ihr? Ich weiß, es ist eine harte Methode, aber ich lasse jetzt mein Kind nicht verhungern oder sonstiges. Aber wenn ich ihm jetzt anstatt das Essen, okay, er hat jetzt nicht gegessen, er kriegt jetzt eine Milchschnitte, dann weiß er, okay, wenn ich nicht esse, dann kriege ich eine Milchschnitte. Versteht ihr? Und deswegen gibt es das bei mir erst gar nicht. Also eine Milchschnitte gibt es vielleicht nur mal zwischendurch oder wenn wir unterwegs sind oder sonstiges. Ja, so das wäre jetzt zum Beispiel ein Beispiel oder ich lüge mein Kind nicht an. Ich lüge ihn nicht an, das sehe ich auch ganz, ganz viel, wenn man zum Beispiel zum Arzt geht und dann sagt er, und das Kind muss zum Beispiel geimpft werden oder sonstiges und dann sagt die Mutter zu dem Kind, das tut nicht weh. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Also ein Piekser tut, finde ich, schon beim Kind weh. Und ich finde, man sollte das Kind dann halt auch nicht anlügen. Ich sage dann immer, Hamza, ich weiß, es kann jetzt im Moment gleich pieken und danach ist es aber vorbei und dann hast du es geschafft und der Doktor ist hier, um dir zu helfen und nicht, dass man halt diesen Eindruck
erweckt, dass der Doktor was Schlimmes ist. Wenn die Mutter so viel Angst hat, die Mutter hat meistens mehr Angst als das Kind, dann das ist nicht gut. Oder wenn Sami das Haus verlässt und sagt, ich gehe kurz zum Supermarkt, ich hole dir was zu naschen. Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Du gehst jetzt zur Arbeit. Sag doch einfach, Papa geht jetzt zur Arbeit und kommt heute Abend wieder zurück. So. Und nicht, ich gehe jetzt zum Supermarkt und ich komme gleich wieder mit einem Überraschungsei oder sonstiges. Das ist völlig gelogen. Also ich bin zum Beispiel eine, die lügt ihr Kind nicht an. So. Ich bin auch eine, die benutzt immer noch keine Zudecke, sondern mein Kind schläft mit einem Schlafsack. Das passt vielen auch nicht, wo die sagen, die frieren doch nachts. So. Ganz viele Sachen. Also Erziehungsthema, okay, aber wie gesagt, einige können anhand eines 10-minütigen Videos nicht beurteilen, wie die Mutter ihr Kind erzieht. Und ich bin mir sicher, dass jede Mutter das auf die beste Art und Weise macht. Und ich möchte auch allen Müttern da draußen, die jeden Tag so viel leisten, ehrlich, ohne Scheiß, Hut ab vor euch, weil ich weiß ganz genau, wie schwierig das ist und dass viele das nicht schätzen. Und ich denke auch, dass jetzt viele, vielleicht einige von euch sogar jetzt ein bisschen sich die Träne verdrücken müssen, aber ihr seid spitze und das solltet ihr auf jeden Fall wissen. So, das erstmal an euch Mütter. So, also macht einfach viel mehr Liebe ausstrahlen, bitte an alle Kommentare. Liebe, 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 wir wollen Liebe und wir wollen nicht nur immer so böse Sachen lesen und Hass und solche Sachen. Versteht ihr, was ich meine? Gut. So, bist du mal meine Haare aufgemacht? Muss wieder auf jeden Fall zum Friseur. Ich habe letztens gelesen, das fand ich so witzig, dass eine mir geschrieben hat, Ebro, deine Haarfarbe sieht nicht gut aus. Die steht dir überhaupt nicht. Da dachte ich auch nur so, das ist meine Naturhaarfarbe. Ey Leute, das ist echt meine Naturhaarfarbe. Nur dieses kleine Stück hier noch, ne? Aber das, wenn ich jetzt zum Friseur gehe, das wird dann auch abgeschnippelt. Und es gibt wahrscheinlich in der Tat Menschen, denen die Naturhaarfarbe nicht steht, aber würde ich jetzt nicht sagen. Und ich habe echt dieses Problem mit meinen Augenbrauen, Leute. Ne? Es ist, ich würde es am liebsten irgendwie mikrobladen oder irgendwas machen, weil es hält mich so dermaßen lange auf, diese Augenbrauen zu schminken. Und ja, ich muss jetzt wahrscheinlich wieder warten, bis ich abgestillt habe. Ne? Okay. Ich weiß, einige empfehlen das, einige empfehlen es nicht, aber ich brauche fast eine Viertelstunde nur, um meine Augenbrauen auszumalen. Und das ist mir einfach mit Kind zu lange. Und wenn Zade da ist, dann wird es noch länger dauern. Und ich muss, da muss irgendwo wie eine Lösung her. Mal gucken, was ich da jetzt am besten mache. Das weiß ich jetzt so auch nicht. Habe mich übrigens über meinen Nachbar geärgert. Ey, die Leute sind manchmal so. Also wie soll ich sagen, wir sind jetzt hier neu eingezogen, ja? Wir sind jetzt hier neu eingezogen und dann hofft man, dass man sich alles mit allen gut versteht. Ich meine, meine Nachbarin gegenüber, perfekt, meine Nachbarin gegenüber um mir auch, verstehe ich mich super. Aber erste Situation, unten in der Garage gibt es keine festen Plätze. Das heißt, Apartment 1 hat nicht die Garage mit der Nummer 1, wie es normalerweise in Deutschland üblich wäre. So, das heißt, man parkt einfach da, wo frei ist, ja? Und ich parke natürlich meistens da, wo am nächsten zu dem Ausgang ist, dann in die Wohnung. So. Und ich würde auch mal sagen, dass ich Vorrang habe, möglichst nah an dem Ausgang zu parken, weil ich A, ein Kleinkind habe und B, hochschwanger bin. Und dann wird mir gesagt, ich soll da bitte nicht parken von dem Nachbarn. Dann denke ich mir auch so, why? Ich habe doch Vorrang. Warum? Also ich verstehe es nicht. Und dann macht man sich so die Laune kaputt, versteht ihr? Dann denke ich mir so, es hätte doch alles so gut anfangen können. Wir hätten uns so gut verstehen können. Aber es musste leider so sein, dass dein Parkplatz dir wahrscheinlich wichtiger ist. Und deswegen habe ich auch direkt abgeblockt und gesagt, nee, mit dem möchte ich jetzt nichts zu tun haben. Und dann ist mir auch irgendwie aufgefallen, vorgestern oder vorvorgestern war das, wie sehr ich eigentlich jetzt Deutschland doch ein bisschen vermisst habe. Man mag es kaum glauben, in der Tat. Ich habe Deutschland vermisst. Krass. Also ich war jetzt das letzte Mal im Januar da und irgendwie würde ich sehr, sehr gerne wiederkommen. Aber ja, das geht jetzt irgendwie gerade gar nicht. Das passt jetzt irgendwie nicht. Ja, und ich habe auch seit Tagen Heißhunger auf A, Lakritze, B, Zilliminis. Und ich brauche einen Eisenkrauttee. Wozu ich das brauche, das erzähle ich euch auch nochmal später.
später in den Videos. So, ja, ich würde jetzt sagen, dann müssten wir jetzt noch die Tage Hamzas Zimmer fertigstellen. Das werde ich euch jetzt auch nochmal separat zeigen, wo ich was und alles bestellt habe. Das hat so einen Spaß gemacht. Und Hamza schläft in seinem Bett, was ich euch dann zeige. Das ist so krass, unnormal schon für mich mit 16 Monaten, dass er das macht. Ich bin so stolz auf ihn. Und ja, dann würde ich sagen, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Mal kein Vlog, sondern einfach mal ein bisschen Geblabber. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns die Tage schon wieder. Danke fürs Einschalten und bis bald. Tschüss.